und der Kickoff ist erfolgt. An die 10-Yard-Linie aufgenommen von der Nummer 0 der Spiders von Adikim Brown. Sicherheit bringen wollen und somit mehr auf das Laufspiel setzen wollen. Und schon ist es passiert. Erster Pass von Alex Biebel, erste Interception, Pick 6 durch die Unicorns. Nach 9 Yards zum ersten Versuch folgen und Punt an die 45-Yard-Linie aufgenommen von den Unicorns. Dieser geht über die rechte Seite durch, zieht nach links innen, geht in die Endzone. Spielerischer Touchdown, Punt Return, Defensive Touchdown, Special Team Touchdown. Johannes Listl in Motion auf der rechten Seite. Der Ball geht jedoch auf die linke Seite, auf den Running Back der Spiders. Und der kann sich bis in die Endzone durchtanken. Wurde hier auf einen Spieler getackelt, hat er den Boden nicht berührt. Die Refs zeigen on Touchdown. Auf jeden Fall immerhin noch gute Stimmung bei den Spiders-Fans, die ihre Defense lauthals anfeuern. Und Inside-Handoff auf Kozlowski, der sucht sich die Löcher aus. Erstmal versucht das über die rechte Seite. Ach, da geht es nicht. Ja, dann spaziere ich über die linke Seite. Diesmal Ballübergabe auf Arang. Und diesmal ohne Probleme über die Mitte für ca. 10 Yards in die Endzone. Kurzer. Ein wunderschöner Pass von Gerke Richtung Caleb Schweiger. Dieser zieht nach innen bis auf die rechte Seite. Nicht zu Boden bringen, fast schon im Fallen kann er sich auf den Beinen halten. Handoff an die Nummer 8 der Unicorns. Und die Spiders konzentrieren sich in den nächsten 14 Tagen auf die Allgäu Comets. Dann darf ich mich bedanken für Ihr Interesse. Es war wieder eine Freude,